Es gibt Menschen da draußen, die in Zeiten von Corona die Hilfe von uns allen brauchen. Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen. Menschen, die sich nicht mal mehr etwas zum Anziehen leisten können. Die sich vor lauter Verzweiflung in die Spielsucht flüchten. Oh je. Menschen, die sich auf der Suche nach Halt wundern, dass in der Bibel nichts über den Fußballgott steht. Deswegen fordern wir, rettet die DFL. So denken wir insbesondere an die, die die Krise besonders hart trifft. Wie sollen arme Profis sonst die goldenen Uhren bezahlen, die durch das viele Händewaschen kaputt gehen? Wie viele Tränen müssen bescheidene Fußballmanager noch vergießen? Wollen wir wirklich alle freien Testkapazitäten an irgendwelche No-Names verschwenden, anstatt die zu testen, die es wirklich wert sind? Und wann hat Deutschland endlich begriffen, was die wahre Botschaft des Spiels ist? Das geht nur um Kohle, auch bei Watzke, bei Rummenigge auch. Eigentlich meinten wir, der Ball ist rund, aber egal. Denken Sie immer daran, wenn man selbst nicht spielen darf, kann man doch zumindest anderen dabei zugucken. Rettet die DFL, denn das F steht für Vertrauen.